Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir möchten heute an unserer Wand da hinten weiter basteln, aber ich möchte auch diesen Park hier vernünftig ausbauen, dass wir auch da hinten diesen Bereich in Angriff nehmen können. Und ich hätte gesagt, dafür brauchen wir als allererstes einmal den Chemical Reactor. Dafür brauche ich einen Piston, einen Rotor, zwei Circuits, zwei Zinnkabel und zwei Glas. So, ich schätze mal, die zwei Glas, das ist das kleinste Problem. Dann brauche ich vor allem Zinn. Das haben wir schon mal hier vier. Bei dem brauchen wir für die Rotorblätter. Wie ich mich jetzt kenne, habe ich da draußen mal wieder vergessen, die Kohle nachzulegen. Nein, ich habe die Kohle nachgelegt. Ich habe sie ins Innenfach gelegt. Ich glaube noch nicht, dass ich es schaffe. Vier Zinnplatten zu machen. Aber zwei. Dann warten wir mal, bis er da wegen dampft. Und dann hätte ich gesagt, legen wir uns mal hin. So, ich war auch immer fleißig. Hab auch immer wieder ein paar Bäumchen geschlagen und hab sie da reingeschmissen, also ein bisschen 8000 haben wir jetzt schon mittlerweile übrig. 13.600 sind da drin. Ich kann den noch ein bisschen laufen lassen, ohne dass ich da Kopfschmerzen kriegen muss. Ich habe auf jeden Fall da drüben dann. Ja, ich muss unbedingt da weiter ausbauen, dass wir das Bereich auch noch wegkriegen. Das Bereich. Den Bereich hier wegkriegen, hier auch noch ein bisschen weiter wegkriegen und natürlich nach hinten. Wie gesagt, ich hätte da auf jeden Fall gerne mindestens 10, bin schon beim Überlegen, ob ich sogar 15 mache. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, wie groß das Gebiet ist. Ah, wir haben da oben noch Dampf und der fängt schon mal an hochzufahren. So, aber ich könnte noch was anders machen. Denn. Das machen wir, wenn wir dann. Ja, okay, wobei, nee, Dampf, oder? Ja, Dampf macht da hinten keinen Sinn. Weil ich da keine Dampfanlage bis jetzt dort habe. Könnte man zwar machen, weil ich habe jetzt mal wegen so hoch geguckt. Ich bin ungefähr, ich glaube, ich komme. Moment. Ja, genau, der Berg. Also ich bin ja jetzt hier. Und der Berg ist sozusagen ab Kupfer, bin ich draußen. Dann habe ich ja gesagt, ich habe dann hier meine Kreuzung. Meine Kreuzung geht dann hier hin und kommt nach oben. Ich habe ja die ganze Zeit auch überlegt gehabt, ja, müsste ich eigentlich fast einen verschieben, aber der Berg ist größer als der und dann geht er sowieso in die Richtung, also ist es egal, wie das dann da oben ausschaut, ist dann auch egal. Also, ne, weil da gehe ich halt dann ein wenig rüber, kann ich halt da meine Erde verbrauchen. Ja. Und dann sind sowieso fünf. Ja. 4-2, 4-2. Gut. Oder sogar noch mehr. Ja, weil Soundcraft wollen wir ja auch größer machen. Ja, dann gehe ich ja so. Okay, aber ich könnte ja weitergehen. Ist egal. So, das ist auf jeden Fall. Na, aber ich komme ja hier. Also ich habe jetzt dann hier Platz. Meine Maschinen sind aber hier hinten. Aber ich bin auf jeden Fall da auf der Erde. Das heißt, ich könnte da oben so eine Art kleinen Solarboilerpark aufbauen.
mit dem Zeug, bis wir so weit Dampf vernünftig herkriegen von unten oder von wo auch immer, dass wir dann sagen können, okay, wir können gemütlich und ohne Stress genügend Dampf herstellen, damit unsere Maschinen dauerhaft laufen, beziehungsweise auch das Wasser nach unten kriegen. So, hier haben wir jetzt mittlerweile drei. Dann holen wir uns die dann von hinten. So, davon vier. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal einen Ring, eine Schraube. Muss ich nochmal gleich was anderes gucken. Und zwar den Chemical Reactor, haben wir gesagt, wir machen als erstes. Lace kommt als zweites. Ich brauche auf jeden Fall keine Ringe. Beziehungsweise als drittes. Polarizer kommt als zweites. Genau. Das heißt, die brauchen LV-Maschinenhall. Wir arbeiten dran. Genau. So, dann heißt es halt stopp, Drag. Ich brauche ja für den, ich brauche für den Chemical Reactor eine Maschinenhülle. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall 9 Stahl und 2 Rough Iron. Du kommst dahin, danke. Und habe ich jetzt natürlich keinen Zinn mitgenommen? Sollte ich. Das heißt, wir brauchen einen Ring, eine Schraube. 2 Stück. Das heißt jetzt für mich, ich gehe nochmal dahin. Ja, ich muss ja überlegen. Also diese Large Clay Fluid Pipe und das andere Teil, das brauche ich auf jeden Fall vorne, wo meine Tanks hinkommen. Maschinenhall, hätte ich gesagt, kommt auf die andere Seite. Habe ich denn noch Kabel hier rumliegen? Ich brauche 2 Kabel hier, ich brauche 2 Kabel hier. Ich nehme es mal sicherheitshalber mit. Eigentlich hätte ich jetzt noch da. Aber nein. Wir schauen. Ich plane schon wieder zu viel voraus. Erstmal eine Sache nach der anderen abarbeiten. Wir haben hier die Werkzeuge. Genau, hier haben wir die Circuit-Sachen. 2 Circuit habe ich übrig. Ich bin gerade schon viel weiter aus dem Schneider, als ich gedacht habe. Dann brauchen wir jetzt. Genau, das ist LV, MV, HV. Ich habe meine 2 Circuits. Kommst hier hin. So, dann heißt es jetzt für den Chemical Reactor. Ich habe zwar ein Rubber Sheet mitgenommen, aber warum sollte ich auch Kabel mitnehmen? Ist ja Renne, braucht man nicht. Gut. Dann haben wir schon mal das. Jetzt ist die Frage, baue ich mir jetzt einfach den Rotor hier zusammen?
halt. Ich hätte aber gesagt, ja. Also, Schraube kommt hier hin. Das kommt dahin. Du kommst dahin. Und dann brauche ich, vermute, drei Werkzeuge. Das war der da. Hammer, Pfeile, Dreher, genau. Hammer, Pfeile, Dreher. So. Und wieder ein Frosch im Hals, wie immer. Das ist ja Wahnsinn. Jo. Also, wir haben schon mal den Rotor. Wir haben die zwei Glas. Wir haben den Motor noch nicht. Die zwei Circuits haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt noch den Motor. Dann haben wir schon mal die Kabel. Oh, ja, Maschinenhall. Wo bastel ich den Maschinenhall hin? Da, 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 da. Ja, okay, wobei eigentlich, den haben wir ja gesagt, ne, weil normalerweise kommt der in den Assembler dann rein. Den kann ich am Anfang jetzt noch so bauen. Okay, dann haben wir das. Dann brauche ich jetzt Motor. Für den Motor brauche ich Kupferkabel. Das habe ich hier. Oh, schaut mal. Dann habe ich das hier. Dann habe ich schon mal das da. Jetzt habe ich hier vielleicht noch. Ah, schaut mal, die habe ich hier. Alles klar. So. Jetzt brauche ich nochmal Redstone. Und ich brauche meine Platten hinlegen. So, dann heißt es jetzt, als erstes kommt das Rough rein. Rough. Und dann die neuen Platten. Bis jetzt juckt's noch nicht, genau. Das Redstone dürfte nicht zu weit weg sein. Es müsste hier sein, ne? Nein, da, 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 doch, das nächste. Schön. Hier, dann haben wir das auch. Und mein Magnetic. Wenn es denn alles schief läuft, eventuell sogar mein letzter. Den, wo ich so herstellen muss. Oh, wir sind durch. Habe ich einen Wrench? Habe ich irgendwo einstecken, aber ich weiß nicht gerade wo. Egal. Wir gehen nach hinten. Wir machen es da hinten fertig. Gut. So, dann heißt es jetzt nämlich, das da kommt dahin. Du kommst dahin. Dann habe ich hier meinen Wrench. Dann habe ich ja gesagt, ich brauche noch mal zwei Zinnkabel. Du kommst hier hin und zwei Rough. Ich habe meine Hall. So, und du kriegst jetzt noch den. Dann habe ich meinen Motor. Und dann habe ich meinen Basic Chemical Reactor. Und wir machen Pling.
So, dann habe ich ja auf jeden Fall. Weil dann stellen wir jetzt einfach erstmal da vorne hin. Und zwar erstmal hier. Ups. So, 32 Stück habe ich drin. Du kommst jetzt erstmal da rein. Müssen wir mal gucken, aber ich habe hier noch Sulfur draußen. Jetzt brauche ich dann meinen Wrench aus der Abteilung. So, dann kommst du da rein. Das ist schön, dass jetzt die Sicherung nicht gelaufen ist. Okay, und jetzt heißt es nämlich, wir hauen jetzt hier ein Sulfur rein. Und wir brauchen, was haben wir gesagt, 32, also 9 Raw Rubber Dust. Warum? War jetzt der auch so wichtig, dass ich den als allererstes baue? Wird noch keiner verstehen? Gleich. So, in der Zeit gehen wir aber nochmal nach hinten, denn ich habe Kabel schon mal. Nicht Kabel, aber ich habe Zinn durch den Ofen gejagt. 64 Stück. Und ich brauche eigentlich, naja, 6, ne, da macht Sinn. Ich mache gleich 8er Kabel. Alles andere wäre Schwachsinn. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich komme jetzt auf der einen Seite etwas weiter drüben nach oben und mache dann links und rechts 3er Kabel hin. Könnte ich mir ein bisschen Kabel sparen. So, mach's mal rein. So, denn wir haben jetzt hier drin 1296 Liter schönsten Rubber liegen. Ist das nicht fantastisch? Ja, 144 ergeben. Ich hoffe, ich kann dich wieder zurückschütten. Natürlich nicht. Nämlich klasse. Dann halt. Und dich werde ich auch nicht rauskriegen, ne? Nein. Dann machen wir mal da wieder eine Universal draus. Wir haben dich. Dann heißt es jetzt, du die drei da rein. Dann heißt es, du als vierten da rein. Und du gehst dann. Oh, ich kann dich da nicht reinschütten. Das ist nix gut. Okay, dann hänge ich dich halt erstmal an die Wand. Habe ich jetzt halt nur noch 13. Müsste aber auf jeden Fall trotzdem reichen. So, und dann schauen wir mal, wie weit das er ist. Wir haben zwei Kabel bekommen. Ja, genau. Jetzt hat er dann gesagt, nichts geht mehr. Aber ich kann jetzt sozusagen ja in der Assembling Machine und im Circuit 24 das Kabel jetzt hier reinschmeißen. Und zack, schon haben wir das voll isoliertes 8er Zinnkabel. Ist das nicht schön? Und ich brauche, nein, ich brauche 3, ich brauche 13 dann. Ja, komm, gib ab. So. Oh, du bist aber jetzt lang gelaufen. Dann hätte ich gesagt, lasse ich meinen Chemical noch einmal laufen.
Ah, genau. Haha. Ich habe mir nämlich vorhin gedacht, ich darf nicht ich darf nicht nachlässig sein und vergessen, dann auch noch mal da hinten die richtigen Maschinen mit hin zu sortieren. Ich habe die Zentrifuge total vergessen. Das ist schön, ne? Zentrifuge, wichtigste Maschine momentan. Wird sich aber ja, okay, nicht ändern, aber sie wird jetzt halt dann bald eine von vielen sein. Ah, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir genügend Material zusammenkriegen, dass wir die Kabel zusammen haben. So, jetzt haben wir schon mal 5. 6, 7, 8. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel überhaupt brauche. Haben ist besser als brauchen. Ein sehr weiser Satz. Und dann tun wir die nämlich soweit mal verarbeiten, dass wir alles weg haben. Gut, also. Dann gehen wir nach hinten. Denn meine kleine Engine, die wo ich da vorne habe, die wird jetzt gleich nämlich schön brav hier hinten rumsurren, weil dann brauche ich nicht mehr so viel nach vorne laufen. Und zwar, das ist für mich jetzt die Reihe, wo ich die ganzen Grundsachen machen kann. Das heißt, Assembling-Maschinen, Platten, Kabel, Rods. Das kommt jetzt alles hier hin. Dann hätte ich gesagt, kommst du erstmal hier weg. Das wird zwar irgendwann auch ein Kabel sein. Ja, wobei, das könnte ich gleich komplett als Kabel machen. So, dann heißt es jetzt aber, du gehst jetzt dahin. Dann kann ich dich wegmachen. Und dann kommst du dahin. Und dann geht es jetzt nämlich zack, 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 zack. Dann brauche ich genau 8 Kabel. Habe ich gut gemacht. Wie gesagt, hätte jetzt auch ein wenig weniger sein können. Aber dann stelle ich die erstmal auf den Boden drauf, weil da kommt nämlich auch irgendwann der Battery Buffer in mich hin. Beziehungsweise vielleicht. Oder? Ja, jetzt brauche ich langsam einen Wirecutter. Habe ich da einen hier rumliegen? Ja. Ich bin gerade beim Überlegen. Ja, das macht mehr Sinn. Kann ich mir nämlich auch so ein bisschen das Kabel sparen. Dann kommst du nämlich hier hin. Und das ist ja schön. Ah, nee, ich habe noch einen Saft habe ich noch dabei. Aber dann hört es die Gurgel auf. Du wirst jetzt aber nicht rot, oder? Ja, doch. Du wirst rot. Das ist total schön. So, dann heißt es jetzt aber für mich, bevor ich jetzt von irgendwelchen Viechern überrannt werde. Du gehst mit rein. 7. Du bist auch mit rein. Und da hinten haben wir noch Stahl drin. Das nehmen wir auch noch mit rein. Und dann heißt, wir schließen die Tore. Und ab jetzt dürften wir safe sein. Daumen drück. Genau. So, genau. Deswegen ist halt auch gerade die ganzen für den Kabel. Ich werde vielleicht noch auf die andere Seite auch noch gerade welche jetzt dann gleich machen, weil ich jetzt noch nicht die zweite Reihe dann da habe. So, aber für mich ist jetzt dann hier die Wiremill die wichtigste Maschine.
Und ihr habt es wieder gesehen, ich habe wieder gesneakt. Denn sneaken und draufdrücken heißt, wir verbinden auch die Maschine mit dem Kabel. Ist wie mit dem Rohr. Genau. So, dann hätte ich gesagt, habe ich genügend habe ich hier noch ich habe doch hier bestimmt noch Kabel rumliegen, oder? Ja, genau. Dann hätte ich gesagt, dann nehme ich jetzt einfach mal das Kabel hier mit. Und mach mal 1, 2, 3, 4. Und lass das auf jeden Fall schon mal sauber laufen. Die Woodframe-Box schmeiße ich jetzt einfach erstmal hier rein. Denn wir wollen jetzt die nächsten Maschinen alle mitnehmen. Waren sogar nur 3. So, Basalt Bricks, Red Granit Bricks, das kann ich mal alles hier lassen, weil es egal ist. So, dann nehme ich dich mit. Dich kann ich nicht mitnehmen. Erstmalig. Aber die wichtigste ist der Assembler. Und danach kommt die wichtigste Maschine, und zwar der Stromgenerator, weil sonst läuft da hinten gar nichts. So, genau. Also wir haben jetzt hier die Assembling-Maschine, wir haben jetzt hier die Bending-Maschine, das heißt, wir machen hier Platten, wir machen hier Kabel. Dann machen wir hier, also hier kommt dann irgendwann der Arc-Furnace hin. Weil der soll so nah wie möglich am Ausgang sitzen. Weil, ne, je weiter das man ja weg ist, umso mehr EU-Verlust hat man. Und der Arc Furnace braucht definitiv 2 Ampere. Oder sogar 3. 3 Ampere, glaube ich sogar. Ja, dann heißt es nämlich, ja, wenn du ganz da hinten bist, könntest dir blühen, dass du auf einmal schon 1 Ampere sozusagen verloren hast, alleine von der Reichweite. Am besten dann 4 Batterien drin oder nur 3 Batterien drin. Irgendwann, noch nicht jetzt. Und dann Köster Katz, ne? Weil dann geht der ganze Seite Arc Furnace aus. Da dann immer ganz vorne gleich hinschließen. Also kommt er bei mir hier hin. Polarizer will ich noch haben. Und die Lace will ich noch haben. Das sind jetzt die 3 Maschinen, die wo hier auf jeden Fall an den Strang kommen. Und hier kommen dann noch meine Zentrifuge erstmal hin, bis der zweite Strang steht. Da kommen dann auch Cutting-Maschinen hin und. Ja, ist das nicht schön rot hier? Ich bin auch froh. So. Dann heißt es jetzt, ha, jetzt habe ich ein mittelgroßes Problem. Aber nur ein mittelgroßes, das ist auch. Könnte noch ganz schnell ein ganz großes werden. Ah, jetzt habe ich noch. Kann ich nicht, aber ich kann dich da reinleeren. Dann ist mir jetzt das erstmal komplett egal. Ich muss das Ding leer kriegen. Dann habe ich jetzt meine Engine dabei. Die kommen einfach erstmal, wie gesagt, an den Plätzen, die wo ich gerade frei habe.
damit wir dann auch hier schön brav alles anschließen können. So, dann heißt es jetzt, die Turbine kommt hier hin mit dem Ausgang nach oben. So, und was man jetzt halt auch noch machen kann mit dem Wirecutter, geht es mit dem Wirecutter extra an die Maschine nach oben. Ich sneak wieder und drücke ab und schon hat er das Kabel verbunden. Also man muss nicht immer zwingend mit dem Kabel arbeiten. So, dann heißt es jetzt, wir gehen jetzt wieder vor und holen uns die ganzen, erholen uns die Flüssigkeit raus. Nein, machen wir nicht. Drag, nachdenken. Nachdenken hilft, habe ich gehört. Denn wir nehmen jetzt als allererstes mit der Dolly den Tank mit. Dann laufen wir zweimal, nicht 15 Mal. Wichtig. Denn wir wollen jetzt ja den descomplette Zeug hier in die Maschine kippen. Also ich kann hier schon mal, ich könnte jetzt hier ohne Probleme 8 Maschinen laufen lassen durch das Kabel. Das ist jetzt ein 8-fach Kabel. Oh, zum Kabel müssen wir uns auch noch gleich unterhalten. Zack, zack. Gehst erstmal rein. So, wandelst du um, bitte. Aber ich würde gerne so viele Zellen mitnehmen, wie es geht. Warum das hat die immer trennt, weiß ich nicht. Ja, genau. Machen wir die Säge rein. Wird bestimmt funktionieren. Gut, dann bleiben wir gleich bei dir. Dann machen wir aus dir die Universal. Und wir gehen mit der Dolly wieder vor. Dann machen wir nämlich den anderen leer. Dann können wir den Tank nämlich wieder mitnehmen. Dann haben wir noch genau genügend Methangas da hinten auf jeden Fall rumliegen. Wie gesagt, und was ich als nächste Maschine habe, ist das Semifluid. Der wird dann irgendwann auf die zweite Seite kommen, damit der dann sozusagen für uns die damit der für uns die zweite Leiste komplett befeuert. Weil da lasse ich dann das Crescent Oil nämlich drin laufen. So, und jetzt habe ich da meine Universal und da meine Universal. Oh, schon voll. Sehr gut, dann nochmal. Ha, ha, ha. Selten so gelacht. Ich krieg die Zellen da nicht rein. Aber ist auch. Ja, ist. Ja, doch, ist kein Problem. Ich habe noch eine. Machen wir jetzt halt nochmal eine Universalzelle draus. Und die Sticks lasse ich erstmal da. In Universalzellen kann man sich nicht verbrennen. Dann nehme ich die Zentrifuge mit und den Tank. Dann haben wir schon mal wenigstens das alles hinten. Und die Zentrifuge wird auch erstmal dahingestellt, wo der Arc Furnace dann hinkommt. Damit wir da schon mal keine Probleme mehr haben, an Strom zu kommen. So, da kommst du jetzt erstmal hier hin. Da kommt die Zentrifuge erstmal. Ich kann den sogar hier hin machen. Okay. So, und dann haben wir hier
Die 55, dann haben wir schon mal das weg. Dann haben wir jetzt hier die 1000. Ja, so hätte ich es eigentlich auch machen können. Ah, dann haben wir jetzt schon mal das. Gut. Dann habe ich jetzt mal eine Bending-Maschine ja da. Da gehen wir jetzt mal auf 1 und dann schmeißen wir schon mal Stahl rein, dass der schon mal anfängt, da was zu basteln. Noch was, wie ich am Strom. Er benutzt gerade 24 EU pro Tick. Normalerweise, wenn ich jetzt mich nicht täusche, 25, 26, 27, 28, 29. Kann ich aber auch mich gerade irren. So, das heißt, halt, wir haben Chemical Reactors weg. So, das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes den Polarizer. Ich brauche jetzt zwei Eisenrods. Ich brauche vier Tin Wire. Also, das heißt jetzt, ich nehme mir die da und mache da den rein. Nicht in den Assembler. Das funktioniert nicht. Gut. So, und der braucht jetzt 4 EU. Das heißt also, ich habe hoffentlich jetzt noch Stahl da. Jawohl, habe ich. Es dürfte normalerweise nichts passieren, weil 24 plus 4 sind 28. Also ich habe keine 32. Und dann heißt es, der da reicht komplett aus, um beide Maschinen zu versorgen. Gleichzeitig. Doch schön. Also das heißt, solange der nicht die 32 EU überschreitet, kann der LV die, also ein LV, die schön miteinander arbeiten lassen. Das sollte man immer wegen drauf achten. So, dann hätte ich gesagt, ich esse mal einen Schwarzbeersaft. Und habe ich dann. Ich brauche auf jeden Fall Rough Iron, das muss ich mitnehmen. Ich habe genügend Platz, das heißt, ich nehme jetzt doch den Chemical mit. Und ich nehme Rough Iron mit. Genau, und dann kommt der Chemical nämlich erstmal dahin, wo der Arc war oder Arc hin muss. Wie gesagt, bis die zweite Seite komplett läuft. So, und dann kommst du dahin. Das heißt, ihr könnt sogar noch den Mixer anschließen. Nein, kann ich nicht, weil ich hier noch eine andere Maschine brauche, die wo dahin muss. So, dann kommst du erstmal da rein. Ah, das reicht nicht mal aus. Das heißt, ich könnte die Zentrifuge demnächst mal laufen lassen. Denn ich brauche mehr von dem Zeug hier. Gut, aber ich habe jetzt meine. Achso, ich brauche ja nur zweifach, ne? Keine vierfach. Ist ja gut. So, dann heißt es jetzt, da haben wir 9 Stück drin, da haben wir jetzt 2 Stück drin. Ah, ich habe nur jetzt keine, oder? Ich brauche doch auch Circuits für, richtig? Nein, brauche ich nicht. Schönes Gerät. Ich mag es jetzt schon. So, dann kommst du dahin. Das da. Das da, das da. Da haben wir 11V. Dann ist das Eisen. Kommst du jetzt hier hin? Dann kommst du jetzt dahin. Du kommst dahin. 1, 2, 3, 4. Du kommst dahin und wir haben unseren Polarizer. Den Polarizer packe ich jetzt hier hin. Denn der Polarizer wird uns jetzt noch schnell Delays bescheren. Mit Daumen drücken und so. Wir brauchen 9 Stahlplatten.
Nein. Track, schau nach. Polarizer erstmal weg, den brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt Delays. Das heißt, ich brauche sogar noch einen Piston. Das heißt, wir brauchen 3 davon. Also 3 Platten hiervon. Eine für das Kleine sind es 4. Plus 9 sind es 13. Genau, und 2 Rough. Dann haben wir schon mal die Platten. Nur die Platten, nicht mehr. Das Material auch mal hinten ist. So, also 9, 13. So, dann haben wir gelernt, wir brauchen für den da 2, für das kleine Gear auch 2, sind es 4. Dann hätte ich gesagt, nehme ich auf jeden Fall mal nochmal 12 Stück mit. 13, das sind wir bei 25. Iron Ingot nehme ich mir auch mal nochmal 16 Stück mit. Zinn dürfte ich hoffentlich genügend haben und Rough Iron brauche ich auch noch 2. Das wird jetzt interessant. Dann hätte ich gesagt, machen wir als erstes das Small Gear. Und das wäre eigentlich fast schon ein Rezept, wo man sagt, das müsste man eigentlich hier machen. Small Gear, Rotoren und so weiter. Werden wir auch mal tun. Dann heißt es jetzt, mach mal bitte 13 habe ich gesagt. Du kommst da rein. 13 Platten. Und danach nochmal 2. Dann muss ich hier hin. Dann brauche ich jetzt von dir 2 Rods. Nochmal 2 Rods. Sind es 4. Mal nicht mehr. Dann brauche ich aus halt nicht das da muss rein, sondern das da. Dann brauche ich jetzt 3. Ich brauche 6 Stück davon. Dann kann ich 2 nehmen und hier reinschmeißen. Der Polarizer braucht. Oh, der braucht 16 EU. Ah. Dann haben wir aber da schon mal durch. Und schon haben wir uns Redstone gespart. Doch sowas Schönes, ne? Das heißt, ich brauche Kupferkabel. Habe ich hier Kupfer? Ich habe hier Bronze. Gut. Dann hätte ich mal gesagt, dann gehe ich mir mal Kupfer holen. Am besten gleich 16 Stück oder so. Kann ich gleich ein wenig mehr durchjagen. Ja, sobald er nämlich hier sauber läuft, ist alles kein Problem mehr. Okay, dann kommst du in die Wire Mill. Ja, und jetzt könnte ich eigentlich das Casing auch noch da vorne mit reinsetzen. Das heißt also, ich habe hoffentlich alles, nein, ich habe nicht alles dabei, denn ich brauche einen Wire Cutter. Habe ich einstecken. Schauen wir mal schnell noch mal rein beim Piston Receipt. Ich brauche und noch einen Hammer. Ein Rough Iron Hammer nehme ich gleich mit. Bleibt nämlich gleich vorne. So, du kommst rein, du kommst rein. Dann heißt es der da dahin. Die 2 dahin, du kommst dahin, du kommst dahin und ich habe mein Small Gear zufrieden. So, dann brauche ich genau aus dem, ist egal, der kann auch die 4er machen, kann man ja wieder aufbröseln.
Aber dann halt nur 8 Mal statt 32 Mal. So, du gehst rein. Also, das heißt, ich brauche jetzt 2 Motoren. Dann stelle ich Licht nicht mal da rein. Dann brauche ich das. Dann brauche ich 2 Rods. Die habe ich da. Dann habe ich 2 Zinnkabel. Die habe ich nicht da. Gut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal. Ja, ich muss Kleber herstellen. Ob ich will oder nicht. Und die da muss ich dann wieder. Ja, okay, das sind 32. Darum habe ich sie ja nicht. Darum habe ich sie ja auch verwendet. Das heißt, ich nehme die Zelle mit. Und ich nehme jetzt da mal einen ganzen Stack mit. Brauch 9 Stück, haben wir gesagt, ne? Das heißt, ich habe 5, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal 4. 1, 2, 3, 4. Es kommt da rein. Da habe ich noch Methangas drin. Gut. Raus. Was mache ich da rein? Ja. Gar nicht so viele gebraucht. Also 5, 8. Du brauchst gerade wie viel? 5 EU. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Du brauchst 16 EU. Ja, 21. Das heißt, ich könnte sogar noch. Nee. Doch. Nein, den nicht. Aber ich könnte zum Beispiel Wireman noch laufen lassen. So, dann machen wir hier die 24 rein. Ich mache mal hier rein. Weil das sollte man nicht machen. Zweierkabel reinstecken, weil da kommt nur Mist raus. Und wir haben unser Kabel am Start. Und jetzt brauche ich mir auch keine Coins mehr dafür ausgeben. Coins gebe ich mittlerweile für was anderes aus. Das mache ich auch schon die ganze Zeit. Das zeige ich euch auch gleich. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen noch das Kabel. Das heißt, ich müsste jetzt schon den Listen haben. Bingo. So, dann hatte ich jetzt gesagt, dann könnte ich jetzt dann hier drin die Pipes machen. Dann mache ich hier drin das Casing. Also du gehst hier rein und den Wrench erstmal. Den muss ich momentan noch mitnehmen. Ich habe fast keinen. So. Laufen die nächsten zwei, dann haben wir auf jeden Fall auch das Casing. So, mir fehlt jetzt dann noch für die letzte Maschine ein Diamant, 3 Kabel und die Circuits. Doch schön. Also das Beste. Okay, dann habe ich schon mal das. Dann brauche ich jetzt, was habe ich gesagt? Ich brauche jetzt den Dia zu holen. Das glaube ich, dürfte die kleinste Schwierigkeit sein. Wir brauchen jetzt den Circuit. Den da muss ich draußen machen, außer ich habe noch welche da. Muss ich gucken. Ich habe noch einen, ich brauche 2. 2 Stahl habe ich dabei, das heißt, die gehen wir gleich raus und machen die. Ich habe keine Resistoren. Resistoren waren, glaube ich, hier. Genau. So, schauen wir mal Resistoren. Im Assembler mache ich nämlich mit Glue. Stellen wir
brauchen wir, stellen wir gerade her. Und Copper Wire und Fine Copper Wire und Coal Dust. Coal Dust ist auch was, was wir haben. Das haben wir sogar hier drin. Also, das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Du gehst jetzt erstmal raus und schmeiße ich den auch raus. Wir brauchen Kohle Dust. Wir brauchen Kleber. Pappen wir hier rein. Dann. So, jetzt gehen wir erstmal durch. Kohle Dust, Charcoal, Carbon Dust. Carbon Dust. Ah, Moment. Den Kohle-Dust behalten wir. Kann man Fackeln draus machen. Wichtig, wichtige Info. Kann man Fackeln draus machen. Aus dem Carbon-Dust, soweit ich weiß, nicht. Ja, weil das ist ja auch ein Beiprodukt. Darum sage ich ja. Alles wichtig. Oh, dann schleichen wir nochmal nach hinten. Und ich will auf jeden Fall noch die Automation fertig kriegen. Die Semi. Dass das auch alles läuft. So, dann kommst du jetzt hier hin. Also, du kommst mit dem Carbon rein. Gehen wieder hier hin und wir schauen. Also, Coal Dust, Carbon Dust, Fine Copper, Copper. Genau, so, wir hauen uns das neue Rezept rein und jetzt haben wir es auch hier. Jetzt brauchen wir das Kupferkabel, das was ich da schön hier reingeschmissen habe. Habe ich noch ein Fine Copper Wire? Jawohl. Alles rein. Und wir brauchen noch den Circuit Nummer 3. Und ich empfehle ab und zu auch den einfach mit dem Shift zu machen. Nicht, dass man 1, 2, 3 drückt. Ja, und auf einmal ist da ein Rezept drin, was auch funktioniert. Ne? Und dann guckt man auf einmal in die falsche Richtung. So, was wir aber schon mal haben, ist, wir haben jetzt durch. Den Kleber, das bisschen Kabel, 4 Resistoren. Ja, also ich hätte jetzt dann hier mit dem ganzen Sticky Resin und so weiter und so fort, hätte ich jetzt nur einen bekommen. Und jetzt bekommen wir durch den Gebrauch, okay, wir brauchen hier mehr, aber das ist ein Kabel, das sind 4. Und Kupfer ist jetzt nicht gerade das größte Problem. Ja, aber somit haben wir hier eine funktionierende, super funktionierende Möglichkeit, an Resistoren ranzukommen. So. Den nächsten Bereich, den werde ich leider nicht hinkriegen. Das sind nämlich die Vakuum-Tubes. Denn für die Vakuum-Tubes brauchen wir Glas-Tubes. Wir brauchen Kupfer. Aber wir brauchen auch hier Molten Redstone. Alloy ist auch schön, aber es geht auch Red Alloy. Ja, geht hier auch. Und dann werde ich 4 Stück rausbekommen. Ich kann aber noch nicht Molten Red Alloy einschmelzen. Da sind noch die anderen Maschinen, die wo hier so richtig stehen, wie die Fluid Extractor und Fluid Solidifier, wichtig, aber die kommen halt dann beim nächsten Mal dran, dass das alles hier mal besser wird und billiger. So, wir brauchen jetzt für, Boards brauchen wir auch noch. Gucken, das ist auch wichtig, Circuit Boards, Assembler. Wir haben hier das Kleberezept. Plop. Wir brauchen 32 Kupferfolie und 8 Woodplanks.
So, die Wood Planks haben wir schon da. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf 8 hochschaltet, dann macht er Kisten aus den Dingern. Darum. Und ich brauche 32 Kupferfolie. Das heißt, ich bräuchte, glaube ich, nur 8. Komm, wir nehmen mal die ganzen 16 mit. So, und dann heißt es jetzt, du kommst da rein, du kommst da rein und du kommst da rein. Oh, der Maserator arbeitet noch. Aber die Kiste da unten ist fast voll. Genau, ich bin nämlich schön fleißig auch beim Erze ausheben. Also das mache ich momentan, solange wir nichts Neues machen, auch den Berg abtragen. Das haben wir jetzt schon 3000 Mal gesehen. Solange ich da jetzt nichts dabei auch noch aufbaue, hätte ich gesagt, mache ich es einfach mal so. Dass wir auch weiterkommen. Weil das kann man dann mal einfach so zwischen rein streuen. So, die Turbine habe ich, aber das war es auch. Ha. Und wenn jetzt der Drake mitgedacht hätte, hätte er Glasdust da. Was er nicht hat. Also, ich glaube, mir müssten 4 Stück reichen. Wie gesagt, Red Alloy. Bisschen Kupfer. Was haben wir dann? Ja, wie gesagt, wenn man dann die anderen zwei hat, Fluid Solidifier und den anderen, da kann man auch das Glas einschmelzen. Und Glas einschmelzen, da war ja was, ne? Da hat man ja so ein Rezept, wo man geschmolzenes Glas braucht. So. Ich muss auf jeden Fall nochmal Stahl mitnehmen. Denn ich brauche, ich glaube, Minimum 8. Komm, ich nehme mal so viel mit, dass ich sogar 16 hätte. Das ist nämlich jetzt das Schöne, weil wenn die fertig ist, ne, kann man sich nämlich schon mal ein bisschen was ersparen. Wie gesagt, zum Beispiel Zinn, das kriegt man zu viel, das macht keinen Sinn, dass man das dann mit der Hand macht, aber alles andere. Die lege ich mal rein. Das kann man dann platten. So, und ich brauche es für den Circuit. Du warst hier, ne? Also wenn man sich das vorstellt, ne? Ich habe jetzt, was habe ich jetzt reingeschmissen? 8 Stück. 8 Stück wären jetzt, okay, wir hätten jetzt 16 Kabel, wir hätten jetzt die 2 Boards. 2 hätten wir. Ja, wir brauchen 32 von den von der Kupferfolie. So, und ich brauche jetzt das da. Ah, Glas Tubes haben wir jetzt auf jeden Fall genügend da. Ich brauche noch Fine Copper Wire. Für mich jetzt mal raus, was ich jetzt noch alles übrig habe. Das Kupferkabel kann ich auch rausnehmen. Das habe ich auch übrig. So, genau. Und ich brauche jetzt 4 Stück. Also brauchen wir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die schmeiße ich jetzt hier rein. Und das Red Alloy natürlich vergessen. Da, 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 da. Aber ich brauche, was habe ich gesagt? Ich brauche 4, ne?
mehr als zwei. Macht keinen Sinn, jetzt noch mehr mitzunehmen. Wenn ich nicht mehr brauche. Danach werde ich die nie mehr so. Ja, wobei, doch, ich brauche noch mal welche. Ich brauche dann doch noch mal welche. Habe ja den anderen noch nicht fertig. Gut. Also, jetzt habe ich dann das. Dann habe ich 1, 2, 3, 4. Hier habe ich gesagt. So, dann habe ich jetzt hier meine Kupferfolie. Wir schauen hier nach. Da brauchen wir den Circuit Nummer 6. Und hat auch der Drake nachgeguckt, ob das ein LV-Rezept ist. Hat er, aber braucht 576 Liter Kleber. Das haben wir nicht drin, aber ich habe eine Zelle drin. Ich habe hier meinen Kleber drin. So, gib ihm. So, und jetzt haben wir 80 Sekunden Zeit, noch irgendwelchen Blödsinn zu erzählen. Genau, ein Sticky Resin, was ich jetzt hier habe, den kann ich jetzt dann eigentlich auflösen. Aber den brauche ich nicht mehr. Ja, weil Circuit Boards machen wir anders. Ich brauche auch keine, wie heißen sie, NAND-Chips mehr. Ja, also diese hier, die Coated Circuit Boards, die ULV-Dinger. Ist ja auch Geschichte. Brauchen wir nicht mehr. Wir umgehen jetzt mit dem hier fast alles. So, wie gesagt, das einzige Problem, was ich habe. Na, hab ich gesagt, ich habe ein Problem? Ja, ich habe ein anderes Problem. Ich quassel Mist. Ich habe da oben jetzt immer noch 5000 Stück drin. Und habe hier unten 15.000 drin. Das ist nicht mal annähernd ein Thema. So, und jetzt haben wir 8 Boards. Wie gesagt, ich habe gesagt vorhin, wir haben 2. Mit dem Rezept hat man 8. Selbes Material. Nur die nötigen Maschinen dazu. So, 1. Und dich auch noch. 2. Gut. Dann fragen wir mal unsere Maschine. Du bist hier. So, ach genau, meinen Diamanten habe ich noch vergessen. Aber du kommst schon mal dahin und dahin. Habe ich denn noch Zinnkabel hier rumfliegen? Ja, natürlich nicht. Dann nehme ich dich mal raus. Ich bestimme gleich wieder einen Schlag. So. Dann die 24 rein. 1, 2, 3. Kleber hängen wir an die Wand. Und in der Zeit gehe ich mal einen Diamant suchen. Aber soweit ich weiß, haben wir auf jeden Fall noch in einer unserer Kisten welche drin. Ah, 11 Stück haben wir sogar. So, da kommst du jetzt nämlich. Ich glaube, du warst da. Die 3 Kabel waren hier, hier und hier. Du warst hier. Und die 2 waren, ich glaube, der Piston war hier und der Motor war hier. Und wir haben unsere Drehbank. Quest complete. Da sind wir doch schon mal stolz drauf. Ich bin's. So, dann hätte ich gesagt, dann schmeißen wir hier jetzt mal schnell die Ingots rein. Die Platte schmeißen wir hier auch rein. Das Kabel schmeißen wir hier auch rein. Lassen wir uns erstmal jetzt ein wenig entleeren. Denn
dass die kleinen Gimmicks kommen am Schluss. Vielleicht haben wir Glück. Und zwar, ich brauche aus dieser Kiste bitte schön 5 Farmer. Dann gehen wir bitte in die Coins, Coins, Coins. Und dann gibt es hier ein schönes Garden Bags. Dafür 5 Stück. Die detekt man. Ja, bevor ich jetzt nämlich weiter rumlaufe, wie so ein kleiner Geisteskranker. Und also, weil ich mache das jetzt schon ein paar Mal. Weil ich habe mir schon von Anfang an gedacht, dass es nicht gleich klappen kann. Ich habe den Nethergarten bekommen. Ich habe den Watergarten bekommen. Und von denen auch noch einer. Uns fehlt aber noch einer. Und zwar, uns fehlt noch der Herbgarten. Und den hoffe ich jetzt halt mit einem der Lootbags zu kriegen. Und ja, da habe ich einen Textilgarten gekriegt. Yay, Vorführeffekt. Hurra. War das, oder ist da noch mal irgendwo einer, der wo nicht angezeigt wird? Nein, wird er nicht. Sehr schön. Ich habe schon gesagt, ich werde dann den Herbgarten nicht kriegen oder nicht haben, aber keine von den Farmern mehr haben, dann bin ich einfach auch nur glücklich. So, das heißt jetzt für mich, das ist nämlich auch der nächste Grund, warum dass ich jetzt erstmal die Maschinen gebaut habe, bevor ich überhaupt weitergemacht habe. Ne? Ich gehe jetzt nämlich mal schön brav hier hin, habe hier meinen Reinforced Oak. Hab hier noch meine Säge. Ich glaube, ich müsste den ganzen Stack rauskriegen, ohne dass es plopp macht. Jawohl. Wie gesagt, das wird erst beseitigt, wenn ich die Cutting habe. Und jetzt kann ich nämlich schön brav hier hingehen und in die Lace das mal reinwerfen. Und dann haut der mir in einer Geschwindigkeit, wovon ich träume, mal ein paar Stecken durch. Und ich habe noch eine Sache, wo wir machen müssen. So, Stecken. Apropos Stecken. Denn ich habe die ganze Zeit meine Felder draußen natürlich, so brav wie ich bin, ich habe gesagt, ich pflanze die mal an und was ich anpflanze, kann ich auch ernten. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. So hoffe ich, dass ich noch genügend Baumwolle habe. Ich brauche nämlich 20 Fäden. Baumwolle. Bis da. Gut. Aber 21 Fäden. Dann habe ich hier nämlich meine Sugarcanes. Und wir gehen nochmal in unsere Quest rein. Und das war, glaube ich, war das Stone Age? Ich glaube, das war Steam Age. Und zwar, wir brauchen. Wo sind die Punchy Sticks? LV? Das würde mich wundern. Und zu Beginns war es nicht. End zu Beginns ist, genau, da soll ich, da kann ich die Punchy Sapling oder die Punchy Sticks machen, wenn ich die wenn ich das Bambus finde. Habe ich nicht gefunden, das ist mein Problem. So, aber im Stone Age, genau, hier, gibt es die Punchy Sticks. 20 Sticks, 20 Strings, 20 Sugar Canes. Wir gehen hier nochmal hin. Punchy Sticks. Und wir haben unsere Quest abgeschlossen und wir claimen uns unseren Reward. Und unser Reward ist Bambus Sapling. Kann man ja mal schnell zeigen für die, die es noch nicht kennen. Also das Zeug wächst wie Unkraut normalerweise. Das kommt auf jeden Fall dann auch noch unten hin. Ich weiß nur noch nicht wo. Weil ich glaube, ich kann das nicht ganz normal anpflanzen. Aber ich bin der Meinung,
Ja, genau. Ha! Ist eine gute Idee von mir. Wir haben Platz zwischen den freundlichen Gummibäumen. Da kann ich ja nämlich immer dann schön brav eine Reihe rausmachen. So. Ja, ich brauch's nicht mal. Zack. Kann ich mit der Hand abschlagen. Okay, ich möchte mal einen sehen, der wo einen Bambus mit der Hand abschlägt. Also, außer er ist irgendwie in Karate oder so ganz gut. So. Und jetzt haben wir erfolgreich 29 Bambus. Doch schön, oder? So, da ein und da noch ein. Dann machen wir dich auch noch weg. So, und dich auch noch weg. Vielleicht macht es auch noch. Nein, es macht leider keinen Pling-Pling. Glaube, ich brauche 64. Das heißt, wir brauchen noch mal 10. So, und Bambus ist nichts anderes als 6. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier oben mal eine komplette Reihe, einfach wo wir 6 rausbekommen. Ja, und da haben wir unseren letzten. Und wir Glücklichen haben die Quest abgeschlossen. Kommt zu mir. Das heißt, dich schmeiße ich jetzt mal schnell da rein, beziehungsweise meine Bambus kann ich dann mitnehmen. Aber wir schmeißen es jetzt einfach mal rein, denn wir wollen noch ganz schnell durchgehen. Und zwar, ich habe meinen Ore-Finder Wand gemacht. Clay macht keinen Sinn. Pyrit habe ich. Magnetit habe ich momentan noch keinen. Also klemmen wir uns den. Magnetit ist Goldmine. Haben wir noch nicht ausgegraben. Kommt auch rein. Die Kiste wird bald voll. Freue ich mich. Darf ich weiter noch aufeisen. So, dann haben wir die Quest noch abgeschlossen. Sonst habe ich in diesem Bereich nicht mehr blinken. Enzo Begins haben wir die Quest mit dem Bamboo und den Bungee Sticks. Die sind etwas teurer. Die brauche ich nicht, habe ich schon. Oh, haben wir jetzt 30. Das heißt, die können wir nehmen für die Fallen. Zum Beispiel, wenn man jetzt so Zweier Sand hochmacht und dann hat man noch einen frei und dann macht man da die Punchy Sticks drunter. Ich glaube, die machen auch nicht die Items kaputt. So, im Steam-Bereich haben wir einen Iron Golem, als ich den Pumpkin gefarmt habe. Dann nehmen wir uns natürlich das Eisen-Ingot mit und ein Blümchen. Oh, können wir den Blumen trinken? Gott, ich weiß gar nicht mehr warum. SGD-Tank. Genau. Dann haben wir Large Clay Fruit Pipes. Das heißt, wir können uns nochmal 4 bauen. Ist doch genau das, was wir brauchen. So, und dann haben wir einen Steam Age. Und wir bekommen einen Hammer. Das ist sehr schön aus Eisen. Hammer kann man immer brauchen. Vor allem momentan, weil ich jetzt das gerade alles aufteile. So, beim Elfer haben wir noch eine Quest. Und zwar, wir haben den Basic Chemical Reactor Clayman. Wir haben auch noch die Saving Redstone. Wir haben auch noch den Basic Polarizer. Und wir haben noch die Basic Blaze. Das heißt, wir können jetzt dann auch die Diamond Spikes bauen. XP-Schauer und Vakuumhopper. Oh, Vakuumhopper. Ah, okay, dafür brauche ich eine Enderperlplatte. Das heißt, ohne Cutter geht da nichts. Obsidianplatte ist, glaube ich, dasselbe. Hopper ist kein Problem. So, und die Automation werden wir heute leider nicht mehr schaffen. Oh, hallo Pisten. So, und dann hätte ich gesagt, halt. Man klickt mal daneben, dann kann man sich gleich mal Supreme Pizza machen.
Aber weg, 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 weg. Dann haben wir mal wieder eine Side-Chest bekommen. Und 8 Kohle. Ja, auch. Also da war jetzt mehr schlecht als recht dabei. Was hast du noch drin? Light Grey, okay. Das ist egal. So, zack, zack. Dann räumen wir das hier rein. So, halt, nein, stopp. Ich habe dadurch, dass ich die 64 Stück gemacht habe, da auch aus Versehen eine Quest nebenbei noch abgeschlossen. Und zwar die hier. Ich habe die Sugar Canes, die claimen wir uns auch noch. Und jetzt haben wir eigentlich, nee, How to Be. Genau, wir haben den Scoop gebaut und vergessen rauszunehmen, aber den claimen wir uns auch noch. Dann machen wir uns den Honeycomb. Dann haben wir noch Lootback Basic Bees. Und dann kriegen wir Mellow Camp. Mellow Camp sind. Ah, nee, der Quarz, okay. Ah, okay, du hast bei beiden eine 30%ige Chance. Alles gut. Okay, Bienen sind wir aber momentan noch nicht so weit, dass ich sage, dass wir laufen. So, Coins, Coins, Coins ist ja schon wieder abgelaufen. Nein, 8 Minuten, so lange können wir nicht mehr warten. Wir sind schon wieder vollkommen drüber. Ich räume jetzt das ganze Zeug auf. Und fange schon mal an, Sachen vorzubereiten, ein paar Sachen hinterzutragen, eventuell noch ein paar Tanks zu bauen. Dass wir dann beim nächsten Mal halt schön brav weitermachen können. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, wie immer damit ab in die Kommentare. Wie ich im Kabel, habe ich nicht vergessen. Da sprechen wir das nächste Mal nochmal drüber. Und sonst gibt es von mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.